Sind die Kleinen nicht oben, hä? Wir sind im Geissenstall vom Alterszentrum Kurfürsten, zusammen mit dem Freddy Baumann, Leiter Unterhalt. Du hast uns eine gute Mitteilung zu machen, Freddy, bezüglich Geburt. Ja, wir haben hier von der Binga Nachwuchs bekommen. Das ist ein Männchen und ein Weibli. Und wir sind jetzt etwa... Andi Mai sind sie geboren worden, genau. Ja. Und schau, jetzt können sie da vorne her springen. Genau, mit der Mama. Hinten dran das Braune wäre... Braune hier, das Dünklere. Genau, das ist das Männli. Genau. Jetzt will aber die Mami immer ein bisschen vorne dran stehen. Und das ist ein genau. Und das Weisse wäre das Weibli, genau. Genau. Und jetzt ist es so, wir haben ja Namen gesucht. Seitens von den Bewohnern, der Mogli, das ist das Brünliche, rechter Hand, zwischen Mama und Schwester. Und jetzt haben wir hier das aufmerksame Schwesterli, das ja. Den Namen Bianca bekommen hat. Bianca, gell Bianca? Ja. Und sie gehen jetzt alle zum Freddy, zum Streicheleinheiten abholen. Es hat aber noch einen weiteren Grund. Wir haben seit 9 Jahren haben wir ca. Geissen. Genau, ja. Und was ist der Hintergrund? Also einerseits hat man ja hier bei der Umgebung Platz bekommen, wo man hier bauen hat, neu, die Wohngruppe Stockberg. Und da ist natürlich ein Punkt, wo man kann sagen, dann ist das eine gute Sache, wenn man Geissen zutun kann. Wir haben dann einen Stall gespendet bekommen. Und haben dann hier hinten mal 2 Geissen zutun. Und ist natürlich schön, wenn man Nachwuchs hat, natürlich auch für unsere Bewohner. Und auch natürlich für Spaziergänger, die unten durch beim Weg durchlaufen. Und da gibt auch immer auf dem Bänkchen unten, wo sich die Leute verweilen und auch ein bisschen beobachten können. Und auch die Zeit natürlich ein bisschen können, durchbringen. Auch die Leute von der Wohngruppen oder vom Speer- und Kurfürsten, Haus Kurfürsten, sind hier natürlich auch herzlich eingeladen, dafür zu schauen. Und die erfreulichen herzigen Geissen zu können zu beobachten. Ja. Und es ist ja so, dass die Geissen rund um die Uhren auch versorgt werden müssen. Also auch an einem Wochenende. Und das machst du, Freddy, abwechslungsweise auch mit deinem Stellvertreter, genau, mit dem Kyriakos Panagiotidis. Und darum haben wir auch die Namensgebung einerseits von dir. Bist du ein Götti vom einen Geissli und der Kyriakos Panagiotidis vom zweiten Geissli. Also ganz herzlichen Dank euch beiden für die tolle Arbeit, die ihr macht und dass unsere Geissli wirklich auch gut geht. Und das sieht man ja auch, weil sonst würden sie sich nicht fortpflanzen. Danke. Herzlichen Dank. So. Ja, ich hatte jetzt ein kleines Stoppel rein, das ich nicht gewusst habe. Das macht doch nichts. Weißt du, das ist gut. Das ist gut. Das ist